Wir befinden uns hier in Nürtingen in der Ludwigstraße. Heute Morgen gegen 10.30 Uhr wurde die Feuerwehr Nürtingen, Abteilung Stadtmitte, mit dem Stichwort Brand 3 in die Ludwigstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt sah ich das Ausmaß von einer immensen Rauchentwicklung und erhöhte bereits auf der Anfahrt auf Brand 4. Das heißt, der Löschzug 3 sowie die Abteilung Neckarhausen wurden nachalarmiert. Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, bestand eine große Gefahr durch die enge Bebauung, ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude. Der Feuerwehr Nürtingen ist es gelungen, durch einen schnellen Einsatz im Innenangriff und im Außenangriff den Brand zu bekämpfen. Wir bauten eine Rückstellung auf und konnten somit ein Ausbreiten und die Gefahr auf ein Brennen der benachbarten Gebäude verhindern. Die Feuerwehr Nürtingen war mit 42 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Wir sind alarmiert worden zu einem Dachstuhlbrand. Vor Ort haben wir die Situation vorgefunden. Die Feuerwehr war bereits vor Ort, hat eine Person gerettet, die wir dann ambulant versorgt haben. Derzeit wird der Dachstuhlbrand komplett abgelöscht. Mit wie vielen Kräften seid ihr jetzt da? Wir sind insgesamt mit 14 Einsatzkräften, 9 Einsatzfahrzeugen hier vor Ort. Haben hier die Betreuung für die evakuierten Personen aus den umliegenden Häusern organisiert, die eine Person ambulant versorgt. Bleiben jetzt hier vor Ort, solange die Feuerwehr noch im Einsatz ist. Wir werden hier die Menschen, die aus den umliegenden Häusern evakuiert wurden, entsprechend vor Ort mit Getränken, warmen Decken betreut.